Also ich heiße Jakob, bin 24 Jahre alt und studiere Biologie. Was hast du nach dem Abitur gemacht? Nach dem Abi habe ich ein Jahr in Neuseeland verbracht, bei einem internationalen Jugendfreiwilligendienst. Ich habe da in der Schule gearbeitet. Es war ein Internat für Maori-Jungen und hatte die Schulferien auch zum Reisen frei. Wie bist du darauf gekommen, Biologie zu studieren? Also in der Schule hat mich Biologie schon immer interessiert und mich haben auch Tiere fasziniert zum Beispiel. Und da lag es für mich relativ nahe, dass ich dann Biologie studiere. Inwiefern hat dir dein Auslandsaufenthalt in Neuseeland geholfen, dich für ein Studium zu entscheiden? Also in Neuseeland habe ich nochmal komplett den Kopf freigekriegt von Schule und von allen diesen Sachen. Und in dem Sinne konnte ich nochmal mehr drüber nachdenken und von weiter aus betrachten, was ich eigentlich machen möchte. Mit welchen Themen beschäftigst du dich während deines Studiums? In dem Bachelorstudium, das war ein relativ allgemeines Studium und da wurde eigentlich von allem ein bisschen was mitgenommen. Und also von Pflanzenbiologie über Zoologie, Molekularbiologie, aber auch ein bisschen Chemie, Physik und Mathematik zum Beispiel oder Statistik. Was war das prägendste Projekt während deines Bachelorstudiums? Ich würde sagen die Bachelorarbeit. Da habe ich für 4 Monate alleine wissenschaftlich arbeiten können, zum ersten Mal praktisch in dem Studium, was nicht Teil eines Kurses war. Und in der Bachelorarbeit habe ich verschiedene Arten verglichen, wie man Spinnennetze visualisieren kann. Hast du auch außerhalb deines Studiums an biologischen Projekten teilgenommen? Ich habe nach der Bachelorarbeit habe ich ein Praktikum in Österreich gemacht. Es war Verhaltensforschung an wilden Raben. Und jetzt im Teil meines Masters habe ich auch einen Monat in Israel verbracht und habe da Spinnen analysiert und gefilmt. Was glaubst du, wirst du in 10 Jahren machen? Das kann ich tatsächlich so noch überhaupt nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich möglicherweise eine Forschungstauch als Ausbildung mache nächstes Jahr im Zuge des Studiums und dann biologisch damit arbeiten werde, möglicherweise aber auch in Richtung Umwelt gehe. Was glaubst du denn, sollte man für Charaktereigenschaften mitbringen, um Biologe zu werden? Ich glaube, es ist wichtig, dass man reflektiert denkt, dass man Sachen auch aus anderen Blickwinkeln als normalerweise betrachtet und auch, dass man aber sorgfältig und gewissenhaft arbeiten kann. Mein Tipp an euch, wenn ihr Biologe werden wollt, ist es wichtig, dass ihr eine Faszination oder ein Interesse für Tiere oder Pflanzen oder die Molekularbiologie mitbringt und auch keine Scheu davor habt, euch mit komplexen Sachverhalten auseinanderzusetzen.